Hallo und herzlich willkommen zu Dead Maze. Das ist ein mehr oder weniger First Look. Wir spielen jetzt mal die ersten 20, 30 Minuten. Schauen wir mal, ob ich dann weitermache, je nachdem, ob es mir Bock macht oder nicht. Ist ein Survival MMO in der 2D ISO-Ansicht und ist jetzt auf den ersten Blick eigentlich mal ganz hübsch. Schauen wir kurz in die Optionen. Hier haben wir natürlich Audio, dann haben wir hier Zoom, dann können wir hier ein bisschen reinzoomen. Machen wir vielleicht ein bisschen weiter rein, dass wir auch ein bisschen was sehen. Kamera Fullscreen, das kennt man aus Browser Games, diese Einstellungen. Qualität auf hoch, passt. Schließen, so. Wir sind jetzt quasi hier reingejoint nach dem Intro und wir haben jetzt die Aufgabe, sprich mit Josh Nolan. Josh, ich habe nochmal nachgesehen. Kein Ersatzreifen, so eine insbesondere da Cass jetzt wirklich sauer auf mich ist. Ich rufe den Abschleppwagen, sobald ich hier ein Netz bekomme. Ach komm schon, kein Netz. Das musste ja passieren. Wenn wir jetzt das Spiel verpassen, wird Cassie mir das nie verzeihen. Sprich mit Cassie. Ja, wir bewegen uns ganz normal mit WASD, mit linker Maustaste interagieren wir. Was für ein Kerl, vergisst denn bitte seinen Ersatzreifen zu ersetzen. Also wirklich, ich bin so wütend. Wenn wir deswegen das Spiel verpassen, bringe ich ihn um. Ja. So. Willst du andere Spieler in deine Gruppe einladen? Nö. Seht mal, da kommt jemand. Mitchell Woodbury kommt hier angedackelt. Wir haben auch nur diese zwei Ansichten. Von hinten sieht man hier nichts. So wie es aussieht. Und ja, Mitchell sagt, hey Leute, sprich mit Mitchell. Na, was haben wir denn hier? Sieht aus, als hättet ihr einen Platten. Was? Verdammt, ist wohl ein mieser Tag für uns alle. Naja, ich bin gerade unterwegs nach Churchville, um Neuigkeiten über den Tsunami zu erfahren. Vielleicht kann ich euch dort auch direkt Hilfe organisieren. Moment, ihr habt es noch gar nicht gehört? Ein gewaltiger Tsunami vom mittelatlantischen Rücken hat einen gewaltigen Stromausfall entlang der gesamten Ostküste verursacht. Wir haben auf jedem Kanal davon gesprochen, bevor er schließlich ausgefallen ist. Was für ein Chaos, das sage ich euch. Wie dem auch sei, ich mache mich auf den Weg und besorge euch Hilfe, ja? Ihr nehmt diese Zeitschrift, die gibt zwar nicht viel her, aber so könnt ihr euch beim Warten wenigstens etwas die Zeit vertreiben. Boom, was für ein Sound. Ich sollte in ein paar Stunden mit Unterstützung wieder zurück sein, habt Geduld. People Magazine. Ah cool, endlich bekommen wir Hilfe. Okay, dann warten wir eben ein paar Stunden. Sprich mit Cassie. Ein Tsunami hat die Ostküste getroffen. Puh, mein Onkel lebt in Miami. Ich hoffe nur, es geht ihm gut. Das kennt man ja aus irgendwelchen bekannten Serien, Filmen, wie auch immer schon. Ne? Miami und so. Zumindest scheint dieser Mann hilfreich zu sein und holt uns vielleicht endlich hier raus. Ich möchte hier nicht die Nacht verbringen. Hör zu, es gibt da ein paar Dinge, die ich mit Josh klären muss. Mach dir keine Sorgen, wenn es ein wenig laut wird. Er hat's verdient. Also wenn du uns ein wenig Privatsphäre verschaffen könntest, kurz bevor wir an die Seite gefahren sind, habe ich eine Hütte da drüben im Wald gesehen. Warum siehst du dich nicht mal um? Wenn du es dabei schaffst, irgendwelche Neuigkeiten von der Küste aufzuschnappen, wäre das echt toll. Es ist verdammt viel Text. Aber gut, schauen wir mal. Erkunde den nahegelegenen Wald. Der Kreis um deine Füße ist ein Kompass. Er zeigt die Richtung an, in die du gehen musst, aber nicht den Weg. Schau ihn dir an, wenn du dich verirrt hast. Okay, also da oben ist das irgendwo. Kann man hier schon irgendwas anklicken? Nein. Okay, ich bin ganz gespannt, wie das Ganze hier funktioniert. Hier ist die Hütte. Schauen wir mal ganz kurz hier rein. Ah, das ist das Invite-Menü. Dann haben wir Überlebende 1 Monster 0, Straße von Augusta County. Okay. Das ist der Shop, so wie es aussieht. Reputation, also Ruf. Und das ist wahrscheinlich echt Geld, Money. Weniger Hunger, Durst. Also gut, Hunger, Durst und so weiter gibt es anscheinend auch.
Man bleibt in der Zeit 3 Tage, das dürfte anscheinend alle paar Tage irgendwie durchwechseln. Was haben wir hier? Okay, da öffnet sich bei mir der Browser. Das mache ich gleich wieder mal zu. Dann haben wir hier nochmal Browser. Okay, schließen. Und anscheinend Erfolge. Recycle 40 Gegenstände, stelle 20 Gegenstände her. Bitte 50 Verseuchte mit dem Gegenstand Holzbrett. Okay. Dann haben wir uns das Porträt hier und hier haben wir sowas wie eine Quickbar. Wir haben Zuschlagen als Skill mit der 1 und Selbstheilung auf der 2. Gebäude errichtet haben wir noch gar keine. Da steht aber 3. Okay. Das sind also so Stats in dem Sinne, glaube ich. Ah, hier kann man dann sein Equip verbessern. Es gibt dann auch Titel und die Kleidung. So. Schauen wir mal, wenn wir hier draufklicken, passiert gar nichts. Dann haben wir unten links haben wir den Chat. Oben rechts haben wir unsere Ziele. Dann haben wir natürlich auch in Inventar. Da haben wir einen Apfel, einen Roman, ein Mathebuch und das People Magazine. Ah, das ist dann das Crafting-Menü. Vielleicht sollte ich noch ein bisschen reinzoomen. Schauen wir mal, dass was bringt. Ja, okay. Dann sieht man auch was. Hier unten haben wir anscheinend unser Crafting-Fenster, da haben wir auch eine Hilfe dazu. Lass hier einen Gegenstand fallen, um ihn zu recyceln. Okay, das ist also das Recyceln. Okay, warum ist das jetzt mehr geworden? Smartphone, Brieftasche. Okay, das brauchen wir jetzt nicht. Dann haben wir hier. Was ist das denn? Das Lagerfeuer ist vielleicht Ausdauer oder sowas, dann haben wir ja Durst und Hunger anscheinend. Wird uns sicher noch erklärt. So, schauen wir uns jetzt mal hier kurz um. Ah, okay, das leuchtet jetzt ein bisschen, da kann man jetzt draufklicken. Und da bekommen wir 3 rote Pilze. Boom. Okay, ja, okay, wir haben jetzt gelootet und dann verbrauchen wir hier diese Ausdauer. Verwende das Telefon. Jetzt schauen wir uns mal hier das Bett um. Zeitung, Kissen, Kissen. Packen wir einfach mal alles ein. Ah, okay. Okay, da haben wir hier noch eine Spüle. Feuerstarter, Schrauben. Packen wir auch ein. Und dann benutzen wir mal das Telefon. Ich glaube, hier gibt es ja sonst nichts. Sie sind mit der Polizeistation von Augusta County verbunden. Aufgrund der Menge an Anrufen sind derzeit alle Leitungen belegt. Bitte bleiben Sie dran und wir werden Ihren Anruf so schnell wie möglich bearbeiten. Kein Rufzeichen. Okay, das war schon mal nix. Okay, da wird gebrüllt. Bestätige die Leertaste, während du dich bewegst, um Sprinten an- oder auszuschalten. Sprinten verbraucht deine Ausdauer. So, was ist hier passiert? Sprich mit Cassie. Mich hat eine verdammte Spinne gebissen. Das ist echt der schlimmste Tag aller Zeiten. Sieh dir das an. Es ist total geschwollen. Oh, du hast dein Telefon gefunden. Super. Und gibt's was Neues? Uff. Also nur damit ich verstehe, der Polizeiruf war mit Anrufen überflutet und dann ist die ganze Leitung ausgefallen. Ist das dein Ernst? Meinst du, dass das alles mit dem Tsunami in Verbindung stehen könnte? Ich hoffe nicht. Ich meine, Tsunamis passieren, aber die Nachwellen sind für gewöhnlich nicht mehr schlimm, oder? Wir hatten Glück, dass wir nicht da waren, als der Tsunami losgebrochen ist. Das könnte alles schlimmer gewesen sein, als wir glauben. Nein, ich weigere mich zu glauben, dass der Tsunami so stark war, dass Menschen dabei ums Leben gekommen sind. Ja, mal wieder ein Tipp stehen. Halte die rechte Maustaste gedrückt, um Angriffe abzublocken. Einige Stunden später. Der kommt nicht mehr wieder, was? Ah, okay. Es ist mittlerweile Nacht. Hier sehen wir auch nochmal die Währung, Ruf und Geld.
Sprich mit Cassie. So viel Text, Mann. Verdammt, wir setzen hier nur Staub an. Wir sollten einfach gehen, nicht wahr? Ich meine, es scheint kein Hilfe mehr zu kommen. Ich hasse das Gefühl, dass irgendetwas Furchtbares geschehen sein könnte, wenn wir hier festsaßen. Und jetzt regnet es auch noch. Hör mal, ich höre etwas. Ist da jemand? Hey Mann, ist alles in Ordnung? Oh mein Gott. Sprich mit Conrad. Oh mein Gott, oh mein Gott. Bleibt weg, bleibt weg. Sie kommen, sie sind hier. Lauft, lauft so schnell ihr könnt. Ist das Blut? Das ist Blut, Mann. Was zum Teufel ist hier los? Josh? Josh, tu etwas, verdammt, ich habe Angst. Ich, Schatz, ich weiß nicht, was wir tun sollen. Ich, du bist so verdammt nutzlos. Schatz? Was sollen wir tun? Was zum Teufel sollen wir tun? Ein vergifteter Gegner kann explodieren, wenn du ihm Feuerschaden zufügst. Und wir haben wieder eine Intro-Sequenz. Okay, das ist nicht witzig. Jemand erlaubt sich einen üblen Scherz mit uns. Ich weiß nicht, Schatz, ich weiß es nicht. Sein Blut sah mir ziemlich echt aus. Verdammt echt. Josh, du bist ein Idiot. Wenn es dein Plan ist, mir Angst zu machen, ist das einfach dumm und gemein. Jesse, das ist kein Scherz, Mann. Zuerst dieser krasse Stromausfall und der Tsunami und dann kommt dieser blutende Kerl aus dem Nichts und brabbelt irgendein Zeug. Was soll ich denn machen, hm? Ich weiß es nicht. Zuerst einmal könntest du aufhören, all dieses gruselige Zeug zu sagen. Du machst mir Angst. Ich möchte nicht länger hier warten. Ich möchte gehen. Es tut mir leid, Schatz. Alles wird gut. Ich schwöre. Wer ist das? Wer? Ich schwöre, wenn das wieder einer deiner Scherze ist. Schatz, hinter... Ah! Was zum Teufel? Du heilige Scheiße, was zum Teufel, Mann? Ich bin hier weg. Ich bin hier weg, Mann. Du Feigling. Wenige Sekunden später. Klicke auf den Radschlüssel, um ihn aufzunehmen. Nähere dich dem Gegner, um ihn automatisch anzugreifen. Okay, so funktioniert das. Was zum... Nein, ah, ah! Klicke auf das Auto, um zu entkommen. Alles klar, weg. Hauen wir ab. Und, also die Artworks sind nice, also die sind echt schön. Dead Maze. Selbst wenn du in letzter Sekunde davon gekommen bist, bist du von diesem Albtraum direkt in den nächsten gestolpert. Was zuerst eine Naturkatastrophe gewaltigen Ausmaßen zu sein schien, erwies sich als eine der ganzen Planeten umspannende Seuche unbekannten Ursprungs. Mann, dass ich das so schnell runterlesen kann, Mann. Die haben da echt ein gutes Vokabular aufgebracht. Chaos, Panik, Tod und Leid. Es ist offensichtlich, dass die Zivilisation nicht friedlich untergegangen ist. Innerhalb eines Monats stand die Welt am Abgrund. Aber du hast es geschafft. Zum Glück hast du bald herausgefunden, dass du immun gegen das Virus bist. Mit jeder verstreichenden Woche bist du verschiedenen Gruppen aus Überlebenden beigetreten, von denen jeder kleiner als die Vorherige war. Jetzt bist du auf dich allein gestellt. Seit dem Tsunami, mit dem alles begonnen hat, sind nun 6 Monate vergangen. Not und Gelegenheit haben dich bis an die Küste von Kalifornien gebracht und du bist noch lange nicht bereit aufzugeben.
Du kannst einen nassen Gegner einfrieren, indem du ihm Eisschaden zufügst. Okay, es gibt also Elementarschaden. Auf irgendeine Art und Weise. Ja, und da stehen wir. Einleitung. Der Niedergang. Etwa 6 Monate später. Ja. Es wird schon dunkel. Ich sollte dringend etwas zu essen und zu trinken finden, bevor die Nacht hereinbricht. Okay. Wir müssen also was suchen. Haben wir sowas in der Karte eigentlich? Nicht wirklich, hm? Huh? Wieder mein Auto. Das sind überall Zombies. Eine Brechstange. Nehmen wir mal die. Ein Überlebensleitfaden. Der kostet uns 13 Ausdauer. Müdigkeit. Ich bin erschöpft. Ich muss mich ausruhen. Ich bin so durstig, ich muss etwas essen und trinken finden. Hungrig, okay. Schauen wir mal. Ich suche gerade, ob man irgendwie dodgen kann. Okay, ich kann selbst schlagen auch. Das geht dann ein bisschen schneller. So, ich kann mich jetzt selbst heilen. Das hat eine Abklingzeit von 10 Sekunden. Alles klar. Die Gitarre für 5 Ausdauer gönnen wir uns. Und schauen wir mal weiter. Ich glaube, hier oben ist dann Ende. Mir gefällt aber der Grafikstil irgendwie. Es ist echt gut gezeichnet. Die meisten Gegenstände in Dead Maze können aufgehoben werden. Denk daran, deine Umgebung genau unter die Lupe zu nehmen. Ja, das machen wir doch schon. Haben wir wieder ein paar Zombies. Lieber wäre es, wenn wir die einzeln bekämpfen könnten. Okay, wir haben da so einen Ausdauerbalken unter der Lebensanzeige anscheinend. Genau, und der sagt uns, wie oft wir zuschlagen können. Okay. Den einen haben wir fast. Interessant, interessant. Okay, das sieht wie... Keine Ahnung, ist auf jeden Fall ein großer Parkplatz. Könnte ein größeres Geschäft sein. Okay, die Zombies sind jetzt also nicht so schnell. Und unsere Brechstange ist gerade kaputt gegangen. Aber das Holzbrett tut's auch. Das war ein Crit. Okay, Critten kann man auch. Finde etwas zu essen. 0 von 2. Finde etwas zu trinken. 0 von 1. Aua. Also ich mag den Stil wirklich. Also, ne, ich habe schon ein paar andere Free-to-Play-Dinger gespielt, die im Survival-Format waren. Und ich muss sagen, das ist definitiv eins der hübscheren. So, da haben wir irgendeinen Kriecher, Crawler. Hier sollte ich etwas zu essen finden können. Ja, den haben wir jetzt geaggrot. Okay, und der slowt mich. Okay. Okay, ich habe Kekse und eine heiße Schokolade. Und der ist jetzt auch down. Gemüse im Glas. Damit hätten wir die Essensquest. Ein Hamburger. Okay, dafür haben wir jetzt EP bekommen. Finde einen Ort, um Essen zuzubereiten. 6000 EP jetzt dafür gegeben. Und da haben wir noch ein bisschen Loot. Wasser und Wasserglas. Generell mag ich ja die Survival-Spiele. Oder generell halt die Spiele, wo man viel looten muss und suchen muss. Glas mit Gegenstand durchbrechen. Du schlägst gegen das Glas, es ist verstärkt. Wieder und wieder schlägst du zu. Beim fünften Versuch zerbricht das Glas und der Inhalt des Automaten gehört dir. Leider scheint der Lärm eine Horde angelockt zu haben. Mach dich bereit. Uff. Okay. Anscheinend respawnen die Viecher auch wieder.
Der Typ da drin ist nämlich wieder da. Ja, hier rein brauchen wir theoretisch nicht gehen. Da haben wir ja schon alles. Das Kanu. Da gibt es ein Paddel, mit dem können wir sicher zuschlagen. Ja. Kann man da irgendwie noch was looten dann? Ich glaube nicht. Ich glaube, das war es auch dann mit dem Kanu. Da haben wir noch ein paar Sachen. Noch eine Plastikflasche und zwei Paddel. Bin echt gespannt, was man mit dem ganzen Zeug alles machen kann. So. Oh, okay, das Paddel hat Knockback. Interessant. Hier geht's weiter zu einem Campingplatz. Hier haben wir noch jede Menge Gegner. Okay. Okay, das Paddel macht wenig Damage und wenn ich die linke Maustaste gedrückt halte, bekomme ich halt diese Ausdauer halt abgezogen. Meine Tasche ist voll. Okay, das heißt, wir haben das ausgereizt. Hauen wir mal mit der Gitarre hin. Okay, der ist down. Ja, und ich kann nichts mehr davon tragen, weil mein Inventar voll ist. Aber ich denke mal, das sieht ganz gut aus hier, dieser Ort. Und wir machen jetzt Pause. Okay, klicke auf einen Gegenstand, um ihn zu verzehren oder zu verwenden. Wir können jetzt Feuer anheizen mit dem Paddel. Okay, das ist unser Lagerfeuer im Prinzip. Erdbeertorte essen plus 100. Wo sehen wir das? Ah, Essen ist auf 10, das heißt, wir schnappen uns die Torte. Und unser Essen ist jetzt voll. Wir haben einen Energy Drink, der gibt uns Essen und Trinken. Wasserglas abgelaufen. Wasserflasche, Wasser plus 48. Und damit haben wir 80. Haben wir noch irgendwas? Da trinken wir noch den Orangensaft, da sind wir voll. Da läuft das Ganze ab. Und boom, wir sind voll. Pappsatt, ich bin pappsatt und fühle mich super. Erhalte eine Bonusheilung plus 10%. Ja, Pause beenden. Und damit sind wir auch wieder in der Welt. Und dann möchte ich gerne sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Kommentar, Like oder Abo da. Ich werde mir das Spiel auf jeden Fall noch weiter anschauen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut und ciao.